Hallo? Hallo. Zoom? Zoom ist da. Sehr schön. Worüber reden wir heute? Laut meinem schlauen Handy und den Notizen, die ich gemacht habe, reden wir heute über das Konditionieren, Schrägstrich Mindset, Schrägstrich Loslassen. Heute wird's deep. Die Frage ist natürlich, was meint Kollege Turnschuh Andy damit? Ganz einfach, du bist, was du denkst. Und so ging es mir auch vor dem Unfall, nach dem Unfall auch. Und jetzt entwickelt man so im Alter, zumindest spreche ich da für mich, eine etwas andere Sichtweise oder Denkweise. So, nehmen wir mal das Beispiel Rauchen. Ich möchte gerne aufhören zu rauchen. Jeden Tag oder jedes Mal, wenn ich mir eine Zigarette rauche und ich es nicht schaffe, aufzuhören, rege ich mich darüber auf und sage sowas wie, boah, Andy, schon wieder rauchst du dir eine. Du schaffst halt nicht aufzuhören. Du bist ja irgendwie ein Loser oder du kannst halt nicht durchziehen. Du hast keine Disziplin. Immer wenn du dir was vornimmst, dann wird das nicht. Bla, bla, bla. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ich gerade meinte. Du bist, was du denkst. Wenn du so die Sache angehst und wirklich denkst, wie ich gerade gesagt habe, dann impliziert das ja auf Dauer, dass du daran glaubst. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist das Problem. Man kann ja ruhig sagen, ey, gut, hast du jetzt nicht geschafft? Ist halt so. War nicht der richtige Zeitpunkt. Dein Mindset ist nicht richtig. Du hast Stress. Bla, bla, bla. Ausreden gibt's genug. Aber es kommt der Punkt, wo du mit dem Rauchen einfach aufhören kannst oder es leichter fällt. Hast ein anderes Standing im Leben, hast ein anderes Mindset, du bist vielleicht sportlich aktiver als zuvor. Was ich damit sagen will, ist, dass man sich sehr gerne sehr schnell Druck macht und wenn man diesen Druck nicht, oder sagen wir mal, das Ziel nicht erreicht hat, was man sich vorgenommen hat, dass man sehr schnell dazu leitet, zu sagen, ich Vollidiot. Das sollte man nicht tun. Zumindest nicht so sehr, dass man am Ende den ganzen Scheiß, den man da erzählt, selber glaubt. Und das ist halt so eine Sache, die habe ich festgestellt für mich. Die beobachte ich ganz genau. Also ich höre schon ganz genau, was die Stimmen in mir sagen oder was so mein eigener Kopf zu mir sagt, wie zum Beispiel mit dem Rauch. Ich achte darauf, dass ich mich nicht selber irgendwie runtermache oder selber minder. Denn du impfst dich mit jeder negativen Aussage dir selbst gegenüber zum Negativen. Bedeutet, du glaubst irgendwann wirklich, was du da erzählst. Was nicht unbedingt so sein muss. Nur weil du jetzt 25 Jahre rauchst, in meinem Fall, heißt das nicht, dass du irgendwie ein schlechterer Mensch bist. Irgendwas anderes. Oder halt, was weiß ich, weniger Disziplin hast oder bla bla bla. Ich für mich persönlich habe einfach festgestellt, dass ich aufpasse, was ich mir selbst so impfe. Mit meinen Aussagen in meinem Kopf. Denn oftmals kommen diese ganzen Einflüsse nicht von außen, dass du dich irgendwie in irgendeiner Weise minderwertig fühlst, sondern meistens von dir selbst. Du lässt nur zu, dass die Außenwirkung stärker ist als die Stimme in dir selbst, die dich im Prinzip lenkt. Bedeutet, wenn mir einer sagt, was weiß ich, du siehst nicht gut aus, du bist keine 10 von 10 und was weiß ich, dann tut das erstmal weh, ja. Aber man muss sich ganz rational dahinstellen und logisch denken und sagen, whatever, shit. Egal, was ich bin, was derjenige von mir hält, in welchen Belangen ich irgendwo weniger oberflächlich gesehen wert bin, weil ich keine 1,90 groß bin, keine 85 Kilo, kein Sixpack, keine volltrainierte Brust, keine 110 Kilo drücken kann, keine 10.000 km im Monat verdiene, völlig egal. Aber in der heutigen Gesellschaft ist es halt wirklich so, das fällt mir halt auf als kleiner Mann mit Amputation, das ist halt extrem oberflächlich. Biologie funktioniert auch so, logisch. Also wenn man mal so beobachtet, was sucht man denn für einen potenziellen Partner, um sich, um zu expandieren. Familie und so weiter und so fort aufzubauen. Du möchtest jemanden haben, der gut situiert ist, der psychisch stabil ist und der körperlich gesund wirkt. Das sind jetzt ein paar Sachen natürlich. Muss natürlich auch charakterlich passen. Aber es sind halt gewisse Faktoren, die erst da sein müssen, damit der Gegenüber für dich überhaupt in Frage kommt, dass du mit ihm vielleicht sogar ein Team wirst oder ähnliches oder eine Familie gründest. In der heutigen Zeit ist es sehr, sehr, sehr schwer, geerdet zu bleiben, bodenständig zu bleiben, nicht oberflächlich, nicht intolerant. Und ich merke einfach, dass ich so von meinem Mindset her sehr, 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 sehr tolerant geworden bin, sehr empathisch anderen Menschen gegenüber. Ich helfe, mache, tue, höre, bin total kommunikativ. Mir ist aufgefallen, ich denke mir manchmal so, Alter, du willst ja
jeden anquatschen, den du hier siehst, was? Das ist so eine Beobachtung, eine Entwicklung in mir, die ich durch die Behinderung, durch die Amputation bekommen habe, weil ich einfach die Probleme, die ich früher gesehen habe oder die Hindernisse, auf andere Menschen zuzugehen, die habe ich einfach nicht mehr. Also wirklich nicht. Es ist mir einfach mittlerweile egal. Es passiert halt nichts. Ob das jetzt auf der beruflichen Ebene ist oder auf der privaten Ebene. Ich bin nicht respektlos oder ähnliches, das will ich nicht sagen. Aber ich gehe einfach positiv auf den Menschen zu. Und jetzt kommt's, du bist, was du denkst. Und ich denke mittlerweile sehr, sehr, sehr positiv in meinem Kopf. Ich habe mich von diesem ganzen oberflächlichen Scheiß eigentlich versucht, soweit es geht, abzugrenzen und das gar nicht in mich reinkommen zu lassen. Aber ich muss sagen, es ist schon sehr, sehr, sehr schwer. Klar mache ich auch Sport und Fitness und Training und alles. Ja, es geht aber auch darum, ich merke einfach, ich werde alt. Ich bin faul geworden, ich bin inaktiv und ich will eine gewisse Form haben, eine gewisse Kraft haben, eine gewisse Kondition haben, eine allgemeine Fitness. Ich möchte ein bisschen gegen den Muskelschwund im Oberschenkel arbeiten und ich merke einfach, dass das linke Bein halt extrem viel machen muss. Das ist schon echt kräftig, das war noch nie so kräftig, wie ich es jetzt habe, aber liegt auch daran, dass das machst du mit links. Das macht halt alles alleine. Treppe hoch, Treppe runter, also die ganze Stabilisierung im Stand, im Lauf macht alles das linke Bein und deswegen ist es natürlich jetzt auch eigentlich zum aktuellen Zeitpunkt meine stärkere Körperhälfte. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, worauf ich hinaus will. Es ist halt sehr, sehr, sehr schwer, sich gesellschaftlich, sage ich mal, zu integrieren, zu funktionieren in der Gesellschaft, ohne dabei intolerant, eventuell auch ein bisschen grantig zu werden, weil die Zeit ist nun mal auch schwierig. Wir haben ja extrem große Einflüsse von außen, ob das Social Media ist oder ähnliches. Wir kriegen da die perfekte Welt, den perfekten Menschen, den perfekten Body, das perfekte Konto gefüllt im Sinne von genug vorgespielt. Aber das ist nicht die Realität. Das ist ein Bruchteil von dem, wie es eigentlich ist. Denn diese Leute oder Social Media Leute selber haben so einen verschwindenden geringen Anteil. Das sieht man daran, wie viele Aufrufzahlen die haben oder wie viele Abonnenten die haben. Wenn jeder so ein Leben hätte, dann würde ja jeder dem anderen folgen, weil warum auch immer, whatever. Ihr wisst, was ich meine. Es ist halt nicht die Realität. Bisschen Sorge mache ich mir über die Jugend auch, weil man bekommt ja eine verquirlte Realität vorgelebt. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich keine Kinder habe, weil ich wüsste nicht, wie ich das Kind erziehen könnte, so bodenständig und geerdet, dass er versteht, dass das mehr Show and Shine ist und nicht die Realität. Für diesen geringen Bruchteil, ist das die Realität? Ja, wenn ihr nur aus dem Fenster guckt oder ins Auto, zum Auto geht, zum Busbahn, da seht ihr die Realität. Das ist der größte prozentuale Anteil, der real lebt. Und ich will auch noch dahin, dass ich einen schönen Body habe und auch zufrieden bin mit mir. Ein bisschen was an der Haut machen, Haare ist ja jetzt schon dabei. Also ich wandle im Moment ein bisschen mein ganzes Äußeres um und habe da gerade eine sehr spannende Phase auch. Und will eigentlich mit diesem Video auch nur eins sagen. Achtet mal ein bisschen darauf, was ihr euch selber sagt, wie ihr selber im Kopf zu euch seid und wie oft ihr vielleicht zu euch selber sagt, ey, das war jetzt nicht gut zu dir. Also da warst du jetzt nicht gut, da und da hast du jetzt versagt oder ähnliches. Ich mache es fast gar nicht mehr. Also ich kann es schon an einer Hand abzählen, wie oft ich das im Monat mache. Ach, im Monat, in einem halben Jahr. Weil ich an einem Punkt bin, wo ich mir einfach sehr wenig Druck mache auch. Oder mich vergleiche oder ähnliches. Ich merke aber immer wieder, dass es in der heutigen Zeit schwierig ist, vor allem wenn du andere Frauen kennenlernst als Mann, dann merkst du auch bei denen, dass da immer eine gewisse Zurückhaltung ist bezüglich der Behinderung und so weiter. Und es ist schwierig, weil wenn du dann merkst, du lernst jemanden kennen, die Person hat eigentlich Interesse, aber dann wird ein bisschen zurückgezogen und überlegt und nicht so richtig 100%. Es ist halt ein bisschen schwierig, muss man ehrlich sagen. Und da muss man dann ein bisschen gucken und sagen, ey, das ist nicht deine Schuld. Es ist so, wie es ist. Und da kannst du dir selber keinen Vorwurf machen oder auch der Person gegenüber keinen Vorwurf machen. Wenn dein Gegenüber wirklich Interesse an dir hat, dann könnte dir auch der komplette Unterkörper fehlen und du wärst im Rollstuhl. Dann ist diese Person da und nimmt dich so, wie du bist. Fazit, reflektiert mal ein bisschen, das kann ich euch nur ans Herz legen, reflektiert mal ein bisschen, wie ihr in euch selbst miteinander redet. Ihr seid, was ihr denkt. War ein bisschen Smalltalk heute und ich fand das Thema sehr interessant und erklärt auch so ein bisschen vielleicht, warum ich diese lockere Art und Weise eventuell manchmal rüberbringe. Aber ich fühle auch einfach so, wirklich. Ich bin empathisch, tolerant, offen, achte sehr darauf, was ich mir antue, was ich in mein Leben reinkommen lasse. Denn ich finde diese Art und Weise zu leben, wie ich das tue, sehr, sehr, sehr entspannt.
Unabhängig davon, ob die andere Seite da, die du, wo du höflich bist, eventuell total abgenervt, runterkommt und keine Lust auf dich hat. Aber den einen oder anderen kannst du anstecken. Und das ist immer so ein bisschen die Herausforderung, wenn du siehst, so, er hat ja irgendwie so eine Miene. Und dann kommt man ins Gespräch für ein paar Sekunden und dann merkst du, oh, da ist doch ein Lächeln. Ich finde, das ist eine tolle Art zu leben. Es macht Spaß. Es ist weniger anstrengend. Ich reg mich weniger auf über mich, andere oder die Welt. Und von daher kann ich das nur jedem ans Herz legen. Geht in euch. Schaut ein bisschen nach, wie redet ihr mit euch? Mindet ihr euch selber, indem ihr euch schlecht macht? Macht ihr das Gegenteil? Oder redet ihr gar nicht im Prinzip in eurem Kopf? Und reflektiert, was habt ihr da gemacht? Oder lebt ihr einfach nur daher und ich quatsch einfach zu viel und denkt euch, denkt ihr so viel nach? Haut rein. Ich bin da. Ciao.